Ich habe Pokémon XD zu 100% durchgespielt. Das bedeutet, dass ich natürlich alle Krypto-Pokémon gefangen und erlöst habe. Doch das Spiel hat noch viel mehr zu bieten als das. In dieser Dokumentation befasse ich mich mit den Herausforderungen, die dieser Klassiker zu bieten hat, und beschreibe euch so detailliert wie möglich, was notwendig ist, um dieses RPG zu vervollständigen. Dabei bewerte ich auch die Veränderungen, die Pokémon XD zu Pokémon Colosseum durchlaufen hat. Handelt es sich bei diesem Spin-off immer noch um eine düstere und coolere Version des Pokémon-Universums, einer Welt so voller Punk, Edginess und Rock'n'Roll, dass es uns automatisch Roxanne von The Police als Ohrwurm in die Birne böllert? Oder hat man sich für dieses Spiel anders entschieden? Herzlich willkommen zu einer erneuten Reise durch die Ore-Region. Herzlich willkommen zu unserer letzten epischen Begegnung mit den ominösen und gefährlichen Krypto-Pokémon. Herzlich willkommen zu The Most Perfect Safe State Pokémon XD, Episode 1. Nebeninfo, heute um 19 Uhr findet hier auf diesem Kanal die Aftershow-Party dieses Videos statt. Das heißt ein Livestream, der von 19 Uhr bis Open End geht. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaltet und jetzt weiter am Text. Danke! Bevor wir in das Spiel starten, lasst mich euch, wie immer, so schnell wie möglich erklären, was genau ich erledigen muss, um 100% in diesem Spiel zu erreichen. Dafür bediene ich mich einer stichpunktartigen Liste, um alles für euch so übersichtlich wie möglich zu gestalten. Punkt 1 ist dabei selbstredend, erstmal die Story durchzuspielen. Ich denke, dies bedarf keiner weiteren Erklärung. Punkt 2 befasst sich mit dem Fangen und Erlösen aller Krypto-Pokémon im Spiel. 99% der zu fangenden Pokémon begegnen wir während der Geschichte des Spiels, was bedeutet, dass wir uns darum wirklich kaum Gedanken machen müssen. Abseits von Kryptomons können wir noch auf andere Pokémon stoßen oder sie geschenkt bekommen. Selbstredend muss ich auch diese in meinen Besitz bringen. Punkt 3. Alle Items und TMs, die das Spiel zu bieten hat, auftreiben und einsacken. Auch das wird, mit wenigen Ausnahmen, einfach während der Hauptstory geschehen. Ich verzichte darauf, alle in Generation 3 existierenden Items auf XD zu übertragen. Dies bietet für die Dokumentation keinen Mehrwert. Abgesehen davon habe ich eh den Plan, wirklich ausnahmslos alle Gegenstände, TMs, Beeren und so weiter in meinem Most Perfect Safe State Pokémon Smaragd zu bündeln. Bis dahin müsst ihr also leider warten. Punkt 4. Das Kampf-Bingo sowie alle Kampf-CDs abschließen. Im Verlaufe unseres Abenteuers werden wir die Möglichkeit erhalten, an einem Modus namens Kampf-Bingo teilzunehmen. Worum es sich hierbei handelt, erfahrt ihr dann an gegebener Stelle. Selbiges gilt für die Kampf-CDs. Natürlich muss ich auch diese Challenge zu 100% abschließen. Punkt 5. Der Duellberg. Diese Einrichtung existierte bereits im Vorgängertitel Pokémon Colosseum. Während wir einen Berg erklimmen, müssen wir sage und schreibe 100 Trainerkämpfe bestreiten. Zusammenhängend mit Punkt 2, also alle Pokémon zu erhalten, bewältigen wir diesen Koloss gleich 3 Mal. Punkt 6. Die Taktik-Memo vervollständigen. Während des Spiels erhalten wir diesen Pokédex Light. Die Taktik-Memo erfasst Pokémon, die wir gesehen haben und liefert Informationen zu Größe, Gewicht und Fähigkeiten. Die typischen Dex-Beschreibungen fehlen aber. Die Memo umfasst alle 386 in Generation 3 verfügbaren Taschenmonster. Also müssen wir diese natürlich auch vervollständigen. Und zu guter Letzt Punkt 7. Das Colosseum Ore. Überall in der Region können wir an Colosseum-Herausforderungen teilnehmen. Doch erst ganz zum Schluss schalten wir diesen Ort frei. Im Ore-Colosseum erwarten uns die härtesten Trainer des ganzen Spiels. Und das Wichtigste, hier herrschen Turnierregeln. Bedeutet, alle Pokémon haben denselben Level, man darf keine doppelten Items tragen und keine Gegenstände aus dem Beutel im Kampf verwenden. Das war's soweit. Los geht's mit der Hauptstory. Mit einem frischen Knopfdruck starten wir das Spiel. Nachdem wir unseren Protagonisten, wie immer, Inferno nennen, folgt eine der epischsten Opening-Cutscenes in der Geschichte Pokémons. Doch bevor wir uns dieser widmen, ein paar Worte zum Erscheinungsbild des Helden. Leider gefällt mir meine Spielfigur im direkten Vergleich zur Colosseum nicht so wirklich. Seth, also der Badass aus dem ersten Teil, war ein Krimineller. Er war super cool gekleidet und in den ersten Momenten der Geschichte nicht wirklich ein Held. In bester, frühe 2000er Manier glänzte der Antiheld von Ore durch ein Shadow the Hedgehog-mäßiges Erscheinungsbild und Verhalten. Davon ist in Michael, oder deutsch Michael, nichts mehr übrig. Die viel zu großen Augen, das kreisrunde Gesicht und der schlachsige Körperbau erinnern leider mehr als ein Kind aus der Digimon-Welt als an einen Pokémon-Trainer. Auch wenn mein Urteil gerade sehr negativ ausfällt, möchte ich natürlich betonen, dass das alles Geschmackssache ist und auf den weiteren Spielverlauf und Spielspaß für mich keinen Einfluss hat.
Ich finde das Abwandern von düsteren Designs nur echt schade. Das hat Colosseum echt besser gemacht. Aber zurück zum eigentlichen Sinn dieses Kapitels, dem Beginn unserer Geschichte. Ein großes Passagierschiff, die Libra, befindet sich auf einer Seereise mit uns unbekanntem Ziel. Aus dem Nichts wird der Khan von Helikoptern und einem schwarzen Lugia belagert. Nachdem einer der Helipiloten dem legendären Pokémon einen Befehl mit seinem Dragon Ball Z-Scouter zu geben scheint, hebt der schwarze Rotaugendrache die Libra mit etwas, das ein Traktorstrahl zu sein scheint, quasi mühelos aus dem Wasser. Die steuernden Matrosen und der Captain gehen über Bord und bleiben in den unnachgiebigen Fluten des Meeres zurück, fassungslos über das gerade Geschehene. Pokémon Hauptlabor. Als wäre gerade einfach nichts Besonderes passiert, wechselt die Szenerie in einen Kampf zwischen Butalanda und Metagross. Und wir sind mittendrin. Ob wir diese Auseinandersetzung gewinnen oder verlieren, spielt keine Rolle. Denn wir befinden uns in einer Simulation. Das Ergebnis wird aber von einem Mitarbeiter der Forschungseinrichtung, in der wir uns befinden, entsprechend kommentiert. Er erwähnt auch ein Evoli. Und tatsächlich, werfen wir einen Blick in unser Menü, stellen wir fest, dass sich das vielseitige Killerhäschen in unserem Besitz befindet. Die Art und Weise, wie wir hier von den Angestellten behandelt werden, verrät uns, dass wir hier kein Fremder oder Besucher sind. Ganz im Gegenteil. Unterhaltungen verlaufen stets vertraut und freundschaftlich. Pokémon XD gibt sich, insbesondere zu Beginn, große Mühe, dem Spieler das Kampfsystem zu erklären. In Interaktionen mit Tafeln, Bücherregalen und auch Forschern kann man alles Wissenswerte in kurzer Zeit nachlesen. Auch wenn ich persönlich in jungen Jahren vermutlich wenig Lust darauf gehabt hätte, mir jede Lektion nur in Schrift beibringen zu lassen. Im Laborchefbüro erfahren wir mehr über uns als Hauptperson des Spiels. Zu unserer Linken sehen wir unsere Mutter Yolanda. Der Mann hinter dem Tresen, der de facto genauso aussieht wie der gruselige Quarantäneoffizier aus dem Intro von Metroid Other M, trägt den Namen Professor Klein. Zusammen leiten sie dieses Labor. Außerdem haben wir eine kleine Schwester, Sina ist ihr Name, und als großer Bruder bekommen wir natürlich die nervige Aufgabe, nach ihr zu suchen. Ich lehne dreimal ab, kann aber meinen Willen, wie das bei einer Mutter-Kind-Beziehung nun mal so ist, nicht durchsetzen. Professor Klein hat uns, eventuell zur Beschwichtigung, ein PDA, den Pokémon Digital Assistant, in unser Zimmer gelegt. Inferno durchkämmt das Labor auf der Suche nach seiner Schwester und trifft dabei auf viele weitere Mitarbeiter. Unter anderem auf diesen Latzhosen-Heino, der mit Sina Verstecken spielt und dementsprechend noch in seinem Versteck ausharrt. Im Pausenraum wird unsere Suche durch eine RTL.12-Sendung unterbrochen. Aber auch ziemlich brandheiß. Die Moderatorin informiert die Allgemeinheit über das verschollene Frachtschiff Libra, dem Kutter, den wir in der Opening-Cutscene gesehen haben. Sie ist vor der Küste von Porta Portos verschollen. Laut der Aussage eines Mitarbeiters befand sich wohl ein Pokémon auf der Libra, das nicht mal Professor Klein selbst kennt. Natürlich werden wir im Laufe unseres Abenteuers herausfinden, ob an diesem Gerücht etwas dran ist oder nicht. Auf einem Tisch in unserem Kinderzimmer, welches sich wohl auch in diesem Labor befindet, greifen wir uns den PDA. Und eine Mail haben wir auch schon erhalten. Und zwar von Klein höchstpersönlich. Wir sollen nochmal mit Karl, dem Latzhosen-Heino, sprechen. Der PDA verfügt außerdem über die Taktik-Memo-Funktion. Diese fungiert als Pokédex-Lite für XD. In ihr könnt ihr euch die 3D-Models von Pokémon, denen ihr bereits im Kampf begegnet seid, anschauen und Informationen zu dem Typ und Fähigkeiten einsehen. Die ansonsten so typischen Pokédex-Einträge fehlen hingegen komplett. Abseits davon liefert der PDA die für uns Pokémon üblichen Informationen zu unserer ID-Nummer, Geld, Poké-Coupons und Spieldauer. Es ist also die GameCube-Variante des Trainerpasses. Eine wirklich wunderbare Neuerung in XD im direkten Vergleich zu Colosseum ist, dass wir nun unser Spiel überall speichern können, nicht nur am PC. Es war früher wirklich nervig, ständig einen Computer aufsuchen zu müssen, nur um unseren Fortschritt nicht zu verlieren. Und wo wir gerade bei Colosseum sind. Seit den Ereignissen rund um Team Crypto, einer Verbrecherorganisation, die Herzen von Pokémon verschloss und sie so für ihre Zwecke nutzen wollte, sind 5 Jahre vergangen. Das große Forschungsprojekt, an dem hier gearbeitet wird, ist die CryptOrbis, einer Vorrichtung, mit der es bald möglich sein soll, das verschlossene Herz von Krypto-Pokémon zu öffnen. Auch wenn so eine Maschine in Friedenszeiten nicht wirklich gebraucht wird. Ich spreche nochmal mit Karl, der sich, entschlossen, nicht entdeckt zu werden, noch immer unter dem Schreibtisch versteckt. Sina erwähnte wohl Dr. Abacus' Anwesen nicht weit von hier. Vielleicht befindet sie sich ja dort. Das Pokémon-Forschungslabor ist für einen seichten Einstieg in die Welt der Pokémon wie geschaffen. Dem Spieler über Wissenschaftler zu erklären, was Krypto-Pokémon sind, wie die regulären Spielmechaniken funktionieren und welchen Platz wir in dieser Welt haben, fühlt sich durch das Setting sehr natürlich und nachvollziehbar an. Das sterile Ambiente, welches durch die zahlreichen Mitarbeiter und Pokémon dennoch voller Leben steckt, bildet ein optimales Tutorialgebiet ab.
Und nach den sandigen Orten von Pokémon Colosseum ist die grüne Natur, in welchem das Hauptlabor steht, wirklich erfrischend. Bevor wir aufbrechen, zeige ich euch noch die Gegenstände, die wir im Forschungslabor auffinden können. In eurem Kinderzimmer sind 3 Tränke und außerhalb des Gebäudes 2 Gegengift in Anführungsstrichen versteckt. Die allermeisten Items, die ihr in XD finden könnt, befinden sich in diesen rot-weißen Kisten. Sie fallen also dementsprechend recht einfach ins Auge. Hey hey, wenn ihr jetzt noch dran seid, liked doch bitte mal das Video, wenn es euch gefällt, okay? Die Likes bringen tatsächlich erstaunlich viel für die Sichtbarkeit meiner Videos. Und je mehr von euch liken, desto mehr erleichtert ihr mir meine Arbeit. Man soll ja nach den Sternen greifen, nicht wahr? Das Video mit den meisten Likes ist mein Kristallrun mit über 6000 Upvotes. Natürlich werden wir das mit diesem Video nicht schaffen, doch irgendwann ist es vielleicht doch soweit. Vielen, vielen Dank für euren Support und nun weiter im Text. Abacus Anwesen. Auf der World Map fallen im Vergleich zu Colosseum gleich 2 Sachen auf. Erstens verfügt das Spiel nun über eine vollständige, dreidimensionale Ansicht. Im Vorgänger schauten wir noch auf eine buchstäbliche Karte. Außerdem hat die Hauptperson hier leider nicht mehr so ein cooles Motorrad wie einst der Protagonist aus Colosseum. Stattdessen kriegen wir den Roller aus Mario Kart 8. Dr. Abacus Anwesen gleicht eher einer gruseligen Ruine, die man in Spielen wie Silent Hill oder Resident Evil sieht. In der Mitte des großen Vorhofes befindet sich ein Groudon-Brunnen. In der Ferne schlagen Blitze ein und grundsätzlich scheint hier ewige Nacht zu herrschen. Als Inferno das Haus betreten will, wird er von Calvin aufgehalten, dem Assistenten des Doktors. Da uns der Knirps für einen Einbrecher hält, geraten wir in unseren ersten regulären Kampf des Spiels. Der Assi versucht uns mit einem Level 5 Sonnenkern aufzuhalten, dem buchstäblich schwächsten Pokémon in Bezug auf Statuswerte, zumindest bis einschließlich Generation 6. Wir gewinnen natürlich mit Leichtigkeit. Assi Calvin entschuldigt sich für seine Fehleinschätzung uns gegenüber. Jetzt stößt auch Sina zu uns. Während der Unterhaltung nennt sie uns die ganze Zeit Brudi. Macht ja Sinn, schließlich ist Inferno ihr Bruder. Doch ich kann das Wort Brudi heutzutage nicht mehr in diesem Kontext lesen. Wann immer mir diese Wortfolge vor die Augen gesetzt wird, wechselt mein Gehirn automatisch zum Assi-Talk unserer heutigen Gesellschaft. Das sorgt unglücklicherweise dafür, dass ich kaum einen Satz Sinas ernst nehmen kann. Ein Beispiel. Unsere Schwester sagt so unschuldige Worte wie: Hier gibt es jede Menge tolle Geräte, wie im Pokémon-Hauptlabor. Das solltest du dir auch mal anschauen, Brudi. Und meine 500 Gramm Gedanken mit machen dann daraus: Boah, Digga, hier gibt es jede Menge tolle Geräte, wie im Pokémon-Hauptlabor. Das solltest du dir auch mal anschauen, Brudi. Naja, wie dem auch sei, wir betreten das Anwesen, um unsere davonstürmende Schwester einzuholen. Nach weiteren Lobgesängen auf Dr. Abacus durch Calvin werfe ich einen Blick auf den großen Monitor in der Mitte des Eingangsbereiches. Es werden Videos abgespielt, in der ein der Kamera unangenehm nahe Assi Calvin die neuesten Erfindungen des Doktors präsentiert. Auch wenn ich hier nicht all seine Errungenschaften aufzählen kann und will, möchte ich euch meine Favorites nicht vorenthalten. Da wären zum Beispiel die Ungesundheitstreter, Schuhe, dessen Innensohle mit Noppen übersät sind. Die energieverschwendende Glühbirne. Sie kann nichts, was eine normale Glühbirne nicht auch kann, verbraucht dabei aber 10-mal so viel Strom. Und so sind alle Erfindungen Abacus konzipiert. An ihm ist wirklich ein Superschurke verloren gegangen. Der Doktor selbst scheint sich kaum an Infernos oder Sinas Anwesenheit zu stören. Mehr scheint es so, als würde er uns gar nicht wirklich wahrnehmen. Ich schnappe mir meine Schwester und fahre zurück zum Pokémon-Hauptlabor, in welchem wir sehnlichst erwartet werden. Professor Klein möchte uns sprechen. Ab sofort können wir regelmäßig gegen Supertrainer Terence antreten. Zu Beginn verfügt er nur über einen Level 5 Visor. Die Menge an Pokémon und deren Kraft wächst aber mit Verlauf der Story. Nutzt die zusätzlichen Erfahrungspunkte, wenn ihr in Zukunft hier zu Besuch seid. Der Grund für die Bestellung unseres Professors ist nicht von schlechten Eltern. Wir erhalten nach einem kurzen Gespräch nämlich nichts Geringeres als die Krallmaschine. Diese metallische Konstruktion, angebracht an unserem Arm, ermöglicht es dem Spieler, die Pokémon anderer Trainer zu fangen. Natürlich dürfen und können wir das nur, wenn es einen triftigen Grund gibt. Einer dieser Gründe wäre zum Beispiel, wenn wir ein Krypto-Pokémon, also ein Pokémon, dessen Herz verschlossen wurde, retten müssen. Nicht, dass Krypto-Pokémon wirklich noch ein Ding wären, oder? Ich meine, die Erweiterung für unseren PDA, die uns mehr zu bereits begegneten Kryptos verrät, erhalten wir auch. Nur für den Fall. Oder? Und die 5 Pokebälle auch, oder? Nichts Böses wird passieren. Und der Professor wird gerade von weißen Power Rangers entführt. Inferno stellt die Schurken und provoziert einen Kampf gegen Spion Fight. Er setzt ein Teddy Ursa ein, aber nicht irgendein Teddy Ursa. Unser Scouter verrät, es ist ein Krypto-Pokémon. Zeit, die Maschine zu testen. Fun Fact: Das Teddy Ursa ist so programmiert, dass es immer im Pokéball bleibt, egal wie viel KP es noch besitzt. Wir sind leider zu langsam. Das Space-Mobil, mit dem die Actimel-Maskottchen angereist sind, macht sich mit Kleinen davon.
Wir können nur machtlos hinterher gucken. Ein fettes Bike hätte hier bestimmt geholfen. In der anschließenden Krisensitzung beschließt unsere Mutter Yolanda, die Arbeit an den Kryptos trotz des fehlenden Gelehrten fortzusetzen und im Zweifel auch fertigzustellen. Die Musik, die nun im Hintergrund spielt, erinnert mich vom Stil her unfassbar an Secret of Mana. Damit kann ich doch nicht alleine sein, oder? Hört es euch mal selbst an. Natürlich macht sich Inferno gleich auf die Suche nach dem Leiter der Einrichtung. Stimmt's? Ja, das könnte ich natürlich tun. Oder ich finde heraus, dass man jetzt im ersten Stock Kampfsimulation spielen kann und beschäftige mich die nächsten Stunden erstmal damit. Diese Programme zeigen dem Spieler anhand von Szenarien, wie die Mechaniken im Kampf funktionieren, ohne dass ihr eine Wall of Text lesen müsst. Es sind quasi viele kleine Kampfrätsel, die ihr lösen müsst. Ist man als Spieler gezwungen, alle Lektionen zu spielen? Nein. Bekommt man was dafür? Nein. Aber für unseren 100% Run ist es notwendig, alle abzuschließen, da erfolgreich Absolvierte mit einem Stern markiert werden. Ich werde jetzt nicht für jeden einzelnen Kampf mehrere Absätze schreiben. Darum sage ich, herzlich willkommen zur Kampfsim-Schnellfeuer-Sektion. Heilen von Statusproblemen. Das gegnerische Paras brennt und versucht euch mit Statuszuständen zuzusetzen. Heilt diese mit Items, bis Paras seiner Verbrennung erliegt. Pokémon-Typen und Attackenindex. Spammt mit Radfratz Ruckzuckhieb gegen Makuhita, bis ihr gewonnen habt. Hier soll dem Spieler beigebracht werden, dass Attacken vom selben Typ wie das einsetzende Pokémon mehr Schaden verursacht, auch Stab genannt. Same Type Attack Bonus. Pokémon-Typ-Index. Ihr habt Magnetilo und Tangela, der Gegner Goldini und Sandan. Greift mit sehr effektiven Attacken an, bis ihr gewonnen habt. Attacken, die mehrere Pokémon treffen. Ein Doppelkampf. Merrill und Kleinstein gegen Schneckmack und Fritzelblitz. Setzt Erdbeben und Surfer ein, um zu gewinnen. Zwei Pokémon-Typen. Besiegt das Felino, indem ihr euer Pikachu gegen Gekabor austauscht. Pokémon-Tausch im Kampf. Tauscht euer Taubsi gegen euer Kleinstein aus, um Pikachu mit Erdbeben zu besiegen. Paras folgt. Zurück zu Taubsi, Windstoß, Ende. Wirkung von Fähigkeiten. Das gegnerische Dicta kann nur Intensität. Wechselt also von eurem Slimer zu Smogon, da es die Fähigkeit Schwebe hat und infolgedessen gegen Bodenattacken immun ist. Wirkung tragbarer Items. Schwalbini gegen Wingull. Euer Vogel-Pokémon trägt eine Zitrobeere, weswegen es sich heilen und dadurch den Kampf gewinnen kann. Statusprobleme verursachen. Euer Zwielicht kann überwiegend Statusproblem verursachende Attacken. Dieser Kampf ist in großen Zügen von Glück abhängig, denn das gegnerische Schuppet kann Erstauner, was wiederum ein Pokémon zurückschrecken lassen kann. Beginnt mit Konfusstrahl, um den Erfolg der gegnerischen Attacke auf 50-50 zu reduzieren. Dann setzt mit Anziehung und Irrlicht nach. Sollte Schuppet sich vorher durch Verwirrung und Verbrennung nicht selbst besiegen, beendet den Kampf mit Verfolgung. Statusverändernde Attacken. Tragosso vs. Chanera. Bufft euren Angriff mit Schwerttanz in die Höhe, um dem gegnerischen Pokémon danach mit einem Schlag den Garaus zu machen. Einzelkampf-Kombos. Ihr habt ein Tropius, euer Gegner wieder ein Chanera. Setzt Sonnentag und danach Solarstrahl für maximalen Schaden ein. Und zu guter Letzt Doppelkampf-Kombos. Evoli und Aquana gegen Flurmel und Pikachu. Evolis Attacke rechte Hand erhöht den Schaden, den das Partner-Pokémon anrichten wird. Setzt sie ein und nutzt Aquana Surfer, um beide Gegner mit einem Schlag zu besiegen. Wie gesagt, der erfolgreiche Abschluss aller Kampfsim-Rätsel belohnt euch mit nichts. Was ich sehr schade finde. Ein paar Pokédollar wären ja wohl drin gewesen, oder? Portaportus. Um die Arbeit an der Kryptorbis weiterführen zu können, wird ein Ersatzteil benötigt, welches wir zusammen mit unserer Schwester aus der kleinen Hafenstadt Portaportus abholen müssen. Bevor wir aufbrechen können, erhalten wir von einem Assistenten die sogenannten Kleinmemos 1 und 2. Diese erklären etwas detailreicher, was Krypto-Pokémon sind, dass die Krallmaschine nur für diese Art von Pokémon existiert und dass wir über den Dragon Ball Z-Scouter verfügen, der diese abgerichteten Pokémon erkennen kann. Als ich bei Dr. Abacus Anwesen vorbeischauen will, um zu gucken, ob sich dort was verändert hat, passiert Folgendes. Mein Spiel ist abgeschmiert. Das wird mir während meiner Reise durch die Region öfter passieren. Den genauen Grund dafür kann ich nicht ermitteln, ich gehe aber davon aus, dass es daran liegt, dass meine CD etwas zerkratzt ist. Leider habe ich sie damals so erhalten. Wundert euch also nicht, wenn ihr in den Aufnahmen sehr oft Speicherbildschirme seht.
Um wirklich kein wichtiges Detail zu verpassen, habe ich während meines Runs jede Lokalität nach jedem größeren Story-Event aufgesucht und immer wieder mit jedem NPC gesprochen. Und auch wenn mir dabei tatsächlich ein, zwei Sahnestücke unter die Augen gekommen sind, kann ich euch diese Vorgehensweise nicht empfehlen. Sie stiehlt viel Zeit und bringt verhältnismäßig wenig Mehrwert. Auch wenn sich die Dialoge der Personen überraschend oft den aktuellen Geschehnissen anpassen, sind die meisten buchstäblich nicht der Rede wert. Und für alles andere habt ihr ja mich. So, Porta Portus. Eine der neun Orte in der Fortsetzung Pokémon Kolosseums. Xena stürmt übereifrig los und stößt blindlings Johnny Bravo um. Und anstatt, dass dieser offenkundig größere und stärkere junge Mann einfach die Entschuldigung von ihr annimmt, aktiviert er den Angry German Kid Modus und hetzt uns sein Sengo auf den Hals. Dolph, so der Name des Muskelpaketes, kagelt zudem raus, dass es sich bei seinem Pokémon um ein Krypto handelt. Wäre es zu einer Auseinandersetzung zwischen uns gekommen, hätten wir alt ausgesehen. Glücklicherweise werden wir aus einem Trio bestehend aus einem Opa und seinen zwei jungen Begleitern gerettet. Mystikmann Lucius, wie das Spiel ihn nennt, bestreitet unseren Kampf mit einem Simsala auf Level 44 und one-shottet den Gegner mühelos. Dolph zieht grummelig ab und auch der Großvater samt seinen Pflegern verlässt die Szene. Fun Fact: Obwohl wir in dem Kampf als Protagonisten nicht direkt beiwohnen, haben wir die Einträge für Simsala und Sengo in unserer Taktik-Memo erhalten. Die Pokémon aus dem Kampf-Sim werden jedoch nicht gespeichert. Ich beschließe, mich zunächst in der Hafenstadt umzuschauen, bevor ich in den Ersatzteilladen stratze. Im Obergeschoss des Ladens wird uns ganz casual ein Pokémon der vierten Generation, die damals logischerweise noch nicht veröffentlicht waren, präsentiert. Nämlich Mamfaxo. Die Vorstufe Relaxus sitzt entweder auf der Bank neben einer netten alten Dame oder versperrt euch den Weg komplett. Das hängt vom Zufall ab. Der Nimmersatt scheint wohl jetzt schon dafür zu trainieren, später einmal einen Radweg zu blockieren. Um Zugang zum Krabby Club erhalten zu können, müssen wir gegen Seemann Pete kämpfen. Keine große Sache. Im Club und generell in der Stadt selbst gibt es aktuell quasi nur ein Thema. Den Besuch des stinkreichen Herr Opulus. Jeff Bezos' uralter Cousin ist tatsächlich auch der, der uns mit Hilfe seines Pflegers vor Dolph gerettet hat. Gütig wie der Mann ist, hat er die Rechnung aller Matrosen im Krabby Club übernommen. Wir können ihn sogar im VIP-Bereich antreffen. Allerdings ist er gerade zu beschäftigt, um sich mit uns zu unterhalten. Im Krabby Club gibt es auch Auftritte. Sehr zum Unmut der Stammkünstler mit ihrem Krabby-Duo belegen aktuell aber Bele und Bela die Bühne und performen eine Zirkusnummer. Die Künstler, denen wir hier zuschauen können, werden sich im Spielverlauf ändern. Sogar eine sehr prominente Person wird unter diesen sein. Nach kurzem Smalltalk mit den Nachbarn fordere ich Matrose Björn zum Kampf heraus. Zur Belohnung über unseren Sieg erhalten wir TM45, Anziehung. Einer der wichtigsten Personen hier in der Stadt ist dieser Kapitän. Lauschen wir seiner Geschichte zu seinem Lieblings-Pokémon Evoli, können wir uns einen von 5 Evolutionssteinen aussuchen, um unseren Starter zu entwickeln. Moment, höre ich euch sagen. 5 Evolutionssteine für Evoli? Welche sollen das denn bitte sein? In Generation 3 kann sich Evoli zu Aquana, Blitzer, Flamara, Nachtara und Psyana entwickeln. Natürlich sind letztere nur über einen gewissen Freundschaftswert plus der richtigen Tageszeit zu erhalten. Obwohl die GameCube über eine interne Uhr verfügt, nutzt Pokémon XD diese jedoch nicht. Die Entwickler haben dieses Problem einfach über die Items Mond und Sonnensplitter geregelt. XD-exklusive Items, die nur für Evoli verwendet werden und nicht auf andere Editionen übertragen werden können. Doch für welche Evoli-Entwicklung habe ich mich entschieden? Bestimmt für Flamara, oder? Immerhin ist Feuer mein Lieblingstyp und Nachtara sowie Psyana kennen wir ja schon aus Kolosseum. Nö, ich habe mich für Aquana entschieden. Und das nicht mal wegen der fürchterlichen Memes zu diesem Pokémon, die im Netz kursieren, sondern tatsächlich, weil ich einfach das 3D-Modell von Aquana am coolsten finde. Im Gegensatz zu allen anderen Entwicklungen umgibt Aquana nämlich einen Funkeleffekt. Und den für einen ganzen Playthrough zu sehen, finde ich ziemlich cool. Außerdem ist ein starkes Wasser-Pokémon nie eine schlechte Entscheidung. Tada! Ein Aquana auf Level 11. Theoretisch wäre es klüger gewesen, dieses Pokémon in Generation 3 erst auf Level 30 zu entwickeln, da es auf dem Level nur in seiner Basisform Biss lernen kann. Doch die Macher von XD haben den Ehrenmove gebracht und unserem Starter Biss einfach von Anfang an mit ins Moveset geknöppert. Vielen Dank dafür an der Stelle. Von Altwart, dem Besitzer des Ersatzteilshops, haben wir in Abacus Anwesen mitgeteilt bekommen, dass wir uns mit unserem Anliegen an seinen Enkel Junk wenden sollen. Kolosseum-Spielern sollte dieser Name bekannt vorkommen. Und tatsächlich hat uns dieser Beanie-tragende Jugendliche bereits in dem Spiel geholfen. Damals ging es auch um Ersatzteile. Heute, 5 Jahre später, ist das Gorillas Bandmitglied deutlich in die Höhe geschossen. Seinem Beruf im Handel mit Schrott geht er aber nach wie vor nach. Mit dem Namen Junk auch kein Wunder.
Wir treffen den Bastler draußen an. Er hat gerade die drehbaren Brückenteile repariert, als er auf uns aufmerksam wird. Wir sollen ihn in seinem Laden besuchen, um das gewünschte Ersatzteil in Empfang zu nehmen. Vorher probieren sich Inferno und Sina aber erstmal selbst an den Brückenteilen. Jetzt können sie auch den Leuchtturm der Stadt betreten. Er klimmt ihn für ein paar Extra-Items, die Auflistung bekommt ihr gleich, und die Chance auf einen Krypto für Viren. Gott sei Dank müssen wir den gesamten Turm nicht wieder runterlatschen, sondern können einfach den Fahrstuhl nehmen. Ganz im Osten der Stadt treffen wir auf den Normalo Colin, dessen Ladybar ihr ebenfalls krallen solltet. Colin fällt nach dem Kampf auf, dass ihm sein geschenktes Pokémon fehlt, bekommt aber nicht die Brücke geschlagen, dass wir dafür verantwortlich sind. Offenkundig verteilt jemand in Orre Krypto-Pokémon. Die Verbrecher von damals sind also definitiv zurück. Porta Portos hat für uns erstmal nichts mehr zu bieten, daher auf zu Junk, um unseren Auftrag zu erfüllen. Er händigt uns das Ersatzteil sofort aus und wünscht uns viel Glück mit der Rettung Professor Kleins. In Porta Portos könnt ihr folgende Items finden: einen Trank als Geschenk im Laden, einen Supertrank im Keller des Krabby Clubs, drei Pokebälle vor dem Leuchtturm und einen Trank, einen Paraheiler und einen Aufwecker im Leuchtturm. Nachdem ihr euren Starter entwickelt habt, könnt ihr den Captain, by the way, im VIP-Bereich des Krabby Clubs antreffen. Dieser fungiert hier nun als der NPC, der euch verrät, ob euer Pokémon euch mag. Zurück im Pokémon-Hauptlabor erhalten wir die kleinen Memos 3, 4 und 5. In Kürze zusammengefasst erklären diese, wie man die Herzen von Krypto-Pokémon befreien kann, verbringt viel Zeit mit ihnen und setzt sie im Kampf ein, dass der Zweck der Krypto-Orbis sein soll, Pokémon zu befreien, ohne sie mit sich führen zu müssen, und dass die Krallmaschine nur in Verbindung mit dem Aura-Scanner funktioniert, um zu verhindern, dass man sich Pokémon krallen kann, dessen Herz nicht verschlossen ist. Insbesondere diese Hintergrundinformation trägt sehr zum Worldbuilding bei und liefert eine schlüssige Erklärung, warum der Spieler nicht einfach jedes Pokémon klauen kann. Inferno sucht seine Mutter auf und übergibt ihr das Ersatzteil. Jetzt steht der Fertigstellung der Krypto-Orbis nichts mehr im Weg. Wie gesagt, diese Maschine soll die verschlossenen Herzen eines Pokémon auf wundersame Weise öffnen können, wenn es zusammen mit anderen Pokémon dort abgelegt wird. Wie verschlossen das Herz eines Pokémon ist, wird durch das Kryptometer sichtbar. Dort, wo ihr normalerweise einen Erfahrungspunktebalken sehen würdet, findet ihr im Statusmenü nun diese lila Leiste. Erst wenn diese komplett auf Null gesunken ist, könnt ihr das Herz eines Pokémon vollends öffnen. Zu Anfang sind die wirksamsten Methoden der Einsatz im Kampf und einfach mit eurem Schützling im Team herumzulaufen. Der vollständige Befreiungsprozess soll später auch in der Krypto-Orbis möglich sein. Bis es soweit ist, bittet Yolanda uns aber, die bereits gefangenen Krypto-Pokémon auf klassische Weise an einem Altar des Dorfes Emerite zu befreien. Und das ist somit unser nächstes Ziel. Emerite. In diesem immergrünen, idyllischen Örtchen hat sich seit 5 Jahren nichts verändert. Überwiegend von älteren Menschen bewohnt, wirkt Emerite wie ein Kurort, in welchem die Menschen ihren Ruhestand verbringen. Um die Story voranzutreiben, sollen wir uns mit einem Mann namens Sophos treffen. Ich erkunde selbstverständlich aber erstmal das Dorf. Hier gibt es einiges zu entdecken. Westlich, halbwegs gut versteckt, befindet sich eine Höhle mit ein paar Items und einer Attackenlehrerin. Sie kann euren Pokémon einmalig eine Attacke aus ihrem Repertoire beibringen. Völlig kostenlos. Zu Beginn ist die Liste verfügbarer Angriffe aber auf Mimikry, Donnerwelle und Geowurf beschränkt. Im Außenbereich Emerites suchen 5 Trainer eine Herausforderung. Mit der Ausnahme von Poke Senior Ella werdet ihr aber nur mit Geld belohnt. Ella schenkt euch nach eurem Sieg die TM09, Kugelsaat. Wie auch schon im Kolosseum findet ihr hier am Wasserfall einen älteren Herrn, der euch angeblich in Anführungsstrichen täglich eine Beere schenkt, die ihm sein Schwalbini bringt. Der Rentner lügt euch allerdings eiskalt an. Denn er schenkt euch nicht täglich eine Beere, sondern alle 100 Schritte. Wie zuvor ja bereits erwähnt, nutzt XD die interne Uhr der GameCube nicht. Eine Tabelle mit allen Bären, die ihr von ihm erhalten könnt, seht ihr gerade on screen. Eine Pension gibt es hier auch, allerdings ist sie derzeit nicht besetzt. Dafür könnt ihr, wenn ihr wollt, eurem Starter-Pokémon einen anderen Nickname verpassen. Denn der Namensbewerter genießt hier die Ruhe. Da sich alle meine Kofi-Supporter ein Pokémon, das fortan für immer nach ihnen benannt wird, aussuchen können, nenne ich das Aquana Barney. Barney war es egal, welches Pokémon er wird. Ich hoffe, du bist mit der Auswahl zufrieden. Vielen Dank für deinen Support. Wir treffen in Sophos Haus nur seine Frau an. Doch es dauert nicht lange, bis die angebliche Legende aus alten Pokémon-Zeiten ebenfalls zu uns stößt und uns auffordert, uns bis zum Sanktuarium, dem Ort, an dem das Erlösungsritual stattfinden wird, durchzukämpfen. Obwohl Sophos bereits im Kolosseum nach alten Büchern gerochen haben muss, schienen ihm die 5 Jahre, die seitdem vergangen sind, zumindest körperlich nichts ausgemacht zu haben. Er und seine Frau sind keinen Tag gealtert. Die Durchgangshöhle zum Sanktuarium ist gefüllt mit Pokémon-Trainern.
Wir müssen sie alle bekämpfen. Das soll keineswegs eine RPG-typische Prüfung unserer Absichten sein oder so, sondern dem Spieler einfach ermöglichen, bei mindestens einem Pokémon den Kryptometer auf 0 zu fahren. Daraus macht der erste NPC nicht mal einen Hehl. In Folge schlagen wir Astrainer Heinz, Supertrainer Sarah, Pokeseniorin Sita und Pokesenior Vitus. Jeder von ihnen hat kleine Tipps zur Erlösung parat. Für Leute, die Kolosseum schon gespielt haben, aber nichts Neues. Bevor wir endlich zumindest unser Teddy Ursa befreien können, müssen wir die Trainerheroe Sophos selbst besiegen. Er tritt mit einem einzigen Pikachu gegen uns an, seinem treuen Wegbegleiter seit Anbeginn seiner Karriere. Seltsamerweise ist es aber seit unserem letzten Treffen vor 5 Jahren 38 Level schwächer geworden. Entweder es ist eine andere Elektromaus oder der Zahn zeigt, nagt auch gewaltig an Pokémon. Dann ist es endlich soweit. Wir nähern uns mit unserem Teddy dem Sanktuariumsstein und die Tür zum Herzen von Teddy Ursa ist offen. Ich habe bisher auf eine lange Erklärung der Kryptomechanik verzichtet, weil ich nicht plötzlich mittendrin einen Informationsschwall nach dem anderen auf euch loslassen möchte. Ich mache das nach und nach, wenn das okay ist. So portioniert ist die ganze Thematik vermutlich auch leichter nachzuvollziehen. Solange das Herz eines Pokémon verschlossen ist, kann es keine Erfahrungspunkte erhalten. Nimmt es am Kampf teil, gehen die E-Punkte aber nicht einfach verloren. Sie werden zwischengespeichert und, in diesem Fall Teddy Ursa, nach Erlösung auf einen Schlag zugeführt. Außerdem verlernt es nach der Erlösung die Krypto-Attacken, die es beherrschte. Ersetzt werden diese meist durch besondere Zucht- oder TM-Attacken, die die Pokémon sonst nur über umständlichere Wege lernen könnten. Bei Teddy Ursa sind das Rückkehr und Heilung. Zu Krypto-Attacken sage ich später noch mehr. Schlussendlich erhält das befreite Pokémon noch ein Kolosseum XD-exklusives Band. Nach dem Ritual am Altar kehrt Inferno mit Sophos zurück in sein Haus. Er erzählt uns davon, dass Gardio, ein Freund von ihm, wohl verdächtige Gestalten in der Wüste sah. Wir sollen ihn am Duellberg aufsuchen und selbst befragen. Ach ja, der Duellberg, da kommen ja überhaupt gar keine schlimmen Erinnerungen hoch. Wir schnappen uns noch eine Sinelbeere vom Früchteopa und brechen dann auf. In Emerite sind folgende Gegenstände zu finden. Ein Pokéball am Dorfeingang, ein Supertrank und ein Pokéball in der versteckten Höhle, drei Tränke hinter Sophos Haus, ein Äther am Wasserfall und zwei Feuerheiler in der Durchgangshöhle zum Sanktuarium. Der Duellberg. Der Duellberg ist schnell erklärt. Hier müsst ihr 100 Trainer in Folge herausfordern, um ihn zu bestehen. Als Belohnung erhaltet ihr Pokécoupons, die ihr wiederum für Items eintauschen könnt. Das ist zwar noch nicht alles, soll aber für den Anfang erstmal reichen. Im Eingangsbereich treffen wir auf einen der Pfleger von Herrn Opolus. Er philosophiert über das Kämpfen und welchem Zweck das dient, bevor er sich aus dem Staub macht. In einer leicht sichtbaren Kiste finden wir einen Hyperheiler. Wo finden wir nun Gardio? Er leitet das Anfängertraining, an welchem wir teilnehmen müssen, um mit ihm sprechen zu können. Und wenn ich Anfängertraining sage, meine ich Anfängertraining. Die insgesamt drei Kämpfe sind ein Witz und halten uns nicht lange auf. Einer der Trainer muss sich sogar laut vorsagen, mit welcher Hand er den Pokéball halten muss. Wir können die Zeit aber nutzen, um kurz auf die Krypto-Attacken einzugehen. Diese sind, sofern sie Schaden anrichten, gegen Nicht-Krypto-Pokémon stets sehr effektiv, unabhängig vom Typ. Gegen Pokémon mit verschlossenem Herzen dementsprechend nicht sehr effektiv. Setzt ihr Krypto-Attacken ein, besteht eine Chance, dass euer Pokémon in den Kontra-Modus wechselt. In diesem kann es passieren, dass euch euer Schützling nicht gehorcht, wenn ihr eine normale Attacke einsetzen wollt. Außerdem erleidet es am Ende einer jeden Runde Schaden. Beenden könnt ihr den Kontra-Modus, indem ihr die Rufen-Funktion verwendet, es in der Pension abgebt oder eine Massage-Essenz verwendet. Letztere finden in meinem Run nahezu keine Anwendung, daher auch dazu ein, zwei Sätze. In Emerite könnt ihr, wenn ihr das richtige Basis-Item dafür habt, Massageöle im Shop kaufen, die je nach Preis den Kryptometer eines Pokémon verringern. Und das außerhalb von Kämpfen. Aber wie gesagt, davon werdet ihr hier nicht viel sehen. Auf der dritten Plattform angekommen, unterbrechen wir Gardio in der Unterweisung seines Schülers. Dies nutzt er allerdings sofort, um einen Trainerkampf zu initiieren. Kurzum, der Schuljunge wird sitzen bleiben. Gardio berichtet uns von einem südlich gelegenen, verlassenen Forschungslabor, in dem sich neuerdings fragwürdige Gestalten befinden sollen. Haben wir nun eine heiße Spur? Per Mail eines Assistenten des Professors werden wir zudem darüber informiert, dass Emerites Shop nun wieder Pokébälle führt. Macht also unbedingt einen Abstecher dorthin und kauft ein paar ein. Allerdings nie mehr als 10 gleichzeitig. So erhaltet ihr einen kostenlosen Primärball. Dummerweise addieren die zu erhaltenen Primärbälle sich nicht. Bedeutet, bei theoretisch 90 eingekauften Bällen bekommt ihr trotzdem nur einen Primärball. Kauft also lieber 9 mal 10 Stück. Unser Trainingsintermezzo auf dem Duellberg sorgt dafür, dass Vivien befreit werden kann. Das Ritual führen wir mangels Kryptorbis am Altar im Sanktuarium durch.
Es trägt den Namen meines Supporters What's Her Name, leider ohne E zwischen Z und R, weil es sonst nicht gepasst hätte. Und das soll es für heute auch erstmal gewesen sein. In der nächsten Episode stürzen wir uns dann in die Professor Klein Rettungsmission. Falls es euch gefallen hat, abonniert doch diesen Kanal, so verpasst ihr keine weitere Folge. Wie eben schon erwähnt, könnt ihr als Ko-fi-Supporter euren Namen in einem der Pokémon, die ich schon gefangen habe oder noch fangen werde, verewigen. Welche Pokémon euch noch zur Verfügung stehen, könnt ihr auf dieser Seite einsehen. Rot unterlegte Taschenmonster sind leider schon vergeben. Mit einem Klick auf das Auge könnt ihr sie auch verbergen. Denkt daran, dass hier das Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst gilt. Schnell sein lohnt sich also. Schreibt am besten gleich mehrere Wunsch-Pokémon in eure Donation-Nachricht. Eine Sache dazu noch. Die Aufnahmen für Pokémon XD sind abgeschlossen. Bedeutet, wenn ihr euch einen Namen reserviert, werdet ihr ihn erst im Most Perfect Save State Smaragd sehen. Vielen Dank für euer Verständnis. Und gute Neuigkeiten! Ko-fi hat seinen Bug mit der Supporterliste endlich behoben. Das bedeutet, dass die Credits am Ende eines Videos endlich wieder aktuell sind. Hat ja auch nur 3 Monate gedauert. Diese Woche waren dabei Corino Rakos, Dennixon, Didi Kästner, dieses Mal richtig geschrieben, Max Baxter 92, Julian, Panther, Pizza, Martin und Deador. Vielen, vielen Dank für euren Support. Für alle, die am Upload-Tag eingeschaltet haben, wir sehen uns um 19 Uhr in der Aftershow-Party. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und in diesem Sinne auf Wiedersehen.